было воронье. Время пройдет, история на место все расставит. Мы лучше сдохнем, но на колени не станем, если вы решили прийти с оружием. Because in Moscow we have nothing to do with the war in Ukraine. It's everything okay and we feel no war and no crisis, honestly. Schlimm, was man so in den Nachrichten so alles hört. Also mehr wissen wir jetzt auch nicht darüber, aber ist schon krass. Das könnte einen selbst ja auch betreffen. Ich habe schon Angst, dass der Krieg hier richtig ausbricht, weil jeder mischt sich ein wenig darin ein. Und später ist hier jeder gegen jeden und dann, ja, es könnte schon kommen. Ja. Natürlich, das ist sehr traurig, dass jetzt wirklich so ein Bürgerkrieg zumindest oder sogar so ein hybrider Krieg zwischen Russland und Ukraine seit fast einem Jahr läuft und mehrere tausend Menschen gestorben sind in der Ostukraine und auch mehr als 1 Million Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge da gibt es. Die europäische Idee war eigentlich das, was die Menschen in meinem Heimatland in der Ukraine auf die Straße gebracht hat. Und dementsprechend sehe ich da überhaupt keinen Identitätskonflikt. Im Gegenteil, sehe ich mich als Europäer eigentlich verpflichtet, die Ukraine zu unterstützen und vor allem auch zu unterstützen gegen diese Aggression von Seiten Russlands. Die europäische Idee war es ja, den Frieden oder Frieden durch Wohlstand zu schaffen. Und das haben wir eigentlich in 69 Jahre lang in Europa hat das ziemlich gut funktioniert. Und es macht mir auch Angst, dass das jetzt alles zerbrochen wurde durch Russland. Das ist so präsent, dass man kaum eigene Meinung für sich bilden kann durch diese viele Schlagzeilen und man redet weniger miteinander darüber. Es herrscht, glaube ich, ein Chaos, sowohl politisch als auch in den Köpfen von Menschen. Also es findet sehr viel Gehirnwäscherei statt. Die Menschen schauen viel zu viel fern, was manipuliert wird, also russisches Fernsehen vor allem. In Russia, the media, they speak their point of view. In Europe, in Ukraine, we speak different points of view and of course it's very hard to find the truth. Ich habe einen sehr großen Respekt, was die Menschen in Kiew geleistet haben oder auch in Westukraine, dass die so solch einen Mut gezeigt haben, ne? Einfach. Und ich glaube nicht den Medien, die mir diesen Quatsch erzählen, dass da organisierte Banden standen und was weiß ich, eine Organisation solchen Maßes und diesen Geist, der da auf dem Maidanplatz stattfand, das kann man nicht so einfach inszenieren. Russians no need this town, because we already have a great territory and we don't know why it, for what this. Eigentlich die Russen sind genauso wie haben so Ähnlichkeit mit Amerikanern, dass sie niemanden erlauben, ihren Präsident oder Amerika zu kritisieren. Sie hören nur auf eigene Kritiken. Putin versucht diese Außenpolitik so durchzusetzen, um zu zeigen, das ist die russische Politik. Aus meiner Sicht, das ist nicht die russische Politik, sondern die Politik von dieser Regierung. Und ich kann mich mit dieser Politik nicht identifizieren. In der Tagesschau mit einfach oder Artikel im Internet. Aber das sind die Quellen, die man hat, ja. Also es gibt keine tatsächlichen, ich habe jetzt keine Verwandten, die mir da irgendwas erzählen könnten, wie es denn wirklich ist oder ob das stimmt, was so erzählt wird. Wir haben eigentlich einige Bekannte, die kommen genau aus Ukraine und wir kriegen Informationen sozusagen aus erster Hände. Aber niemand guckt Russia Today. Also ich habe viele Freunde aus Ukraine, also die erzählen mir nur, dass da Krieg ist und reden darüber, dass es scheiße ist und so nichts ändern können. Und die Ukrainer sagen, die Russen sind schuld und die Russen sagen, die Ukrainer sind schuld. Also man kann nichts. We don't think that Ukraine people, they differ from us. They are our friends and of course we will help them in any time. Ich als Russe, ich denke nicht, dass für mich oder für Russland oder für andere Bevölker, die Ukrainer böse oder schlecht sind, das
nur die Leute, die auch gut leben wollen. Mir tut es persönlich weh, wenn auch Freundschaften zerreißen am Konflikt. Jetzt nicht nur zwischen Deutschen und Russen, sondern auch unter den Russen, unter den Deutschen. Ganz viel Vertrauen geht kaputt. Und das ist sehr traurig, weil auf beiden Seiten lassen sich Menschen instrumentalisieren und gegeneinander aufhetzen. Und mir tut es einfach weh, ehrlich gesagt. Ja, Deutschland spielt eine ziemlich wichtige Rolle als Mediator, als so eine Art Moderator in den Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland und versucht doch eine friedliche Lösung in dem Konflikt zu finden. Die letzten Versuche von Angela Merkel und auch François Hollande haben gezeigt, dass sie wirklich zwei wichtigsten Figuren jetzt in diesem Spiel sind, die wirklich möglichst schnell den Konflikt enden wollen. Es wird ja im Prinzip mit Minsk II wird versucht, den Konflikt einzufrieren. Es sterben trotzdem Menschen, nur nicht mehr so viel wie vorher. Das ist ja nur so eine Art Zwischenlösung. Und den Menschen, und ich weiß das ganz persönlich, geht es dort zurzeit wirklich sehr schlecht. Und wenn sie eine Wirtschaftshilfe bekommen würden, dass sie sich selbst quasi ihr Land sozusagen neu aufbauen könnten, dann wäre damit schon sehr viel geschafft.